Ich habe ein neues Bastelprojekt und dafür brauche ich blinke LED-Text und habe mir dafür so ein Scroll-Pad, Fat, wie auch immer das heißt, bestellt. Da sind so LEDs drauf, die können eine Farbe, nämlich weiß. Und die habe ich schon verlötet. Das habe ich im FabLab gemacht, im FabLab Lübeck, weil ich nicht ganz wusste, wie rum ich diese beiden Teile verlöten soll. Hier gibt es nämlich noch das Gegenstück dazu. Aber die konnten mir wahnsinnig gut helfen. Das war sehr gut. Dazu gibt es diesen Raspberry Pi Zero, der das Ganze ansteuern soll. Jetzt muss es nur noch programmiert werden. Nur noch, habe ich noch nie gemacht, aber es gibt eine Anleitung im Internet. Das kriege ich schon irgendwie hin. Die Hardware ist damit soweit fertig. Jetzt müssen wir uns um die Software kümmern und als allererstes muss ein Betriebssystem auf den kleinen Computer. Bei Adafruit habe ich herausgefunden, wie das geht. Und zwar lädt man sich das Betriebssystem runter, das heißt beim Raspberry Pi Raspbian. Und das dauert eine Weile, das sind knapp 2 GB. Und dann muss man das Ganze noch auf die SD-Karte laden. Und das macht man nicht einfach so, sondern muss das Ganze flashen, heißt das. Das macht man am besten, oder zumindest habe ich so gemacht, mit einem kleinen Tool, das heißt Etcher. Und dann kann es schon losgehen. So, dieser erste Versuch hat ganz gut geklappt. Das Raspbian hat gestartet. Das Problem ist aber, man hat hier nur zwei Micro-USB-Anschlüsse. Der erste ist dafür da, damit man den Strom dran kriegt. Und der zweite, da kann man jetzt entweder eine Maus oder eine Tastatur ranbringen oder einen Netzwerkanschluss. Das ist alles sehr unpraktisch, wenn man da immer zwischendurch wechseln muss. Deswegen habe ich aus einem weiteren Tutorial gelernt. Nutzt man die Kompatibilität zum großen Bruder aus und konfiguriert die SD-Karte wohl mit einem normalen Raspberry Pi. Ich habe hier den Raspberry Pi 3. Das ist nicht die neueste Version, das ist die vorher. Ich glaube A. Ich glaube, jetzt weiter ist B. So, SD-Karte reingesteckt. Das muss auf der anderen Seite sein. Gestartet, mit Strom versorgt, HDMI-Kabel angeschlossen. Und siehe da, natürlich ist auch hier Raspbian drauf. Und jetzt können wir hier Maus und Tastatur und Internet anschließen und können die Bibliothek installieren. Und jetzt endlich bin ich so weit, dass ich diese Anleitung, die der Hersteller mitgeliefert hat, folgen kann. Das Erste, was ich tun muss, ist eine Bibliothek zu installieren, damit der Raspberry Pi quasi mit diesem Aufsatz, Pi-Head, Fat oder wie auch immer das nennt, reden kann. Das mache ich jetzt. Mal noch eine praktische Erkenntnis. Man arbeitet die ganze Zeit auf dem Raspberry Pi. Hat deswegen eine Maus und ein Keyboard angeschlossen und einen Monitor. Und damit ich das einfach aus den Anleitungen lesen kann, habe ich daneben noch meinen Laptop liegen mit einer weiteren Maus. Also ist ganz gut, wenn man da mehrfach ausgestattet ist. So, schauen wir mal. Im nächsten Schritt habe ich jetzt schon mal das Pi-Head LED-Modul hier oben dran gesteckt, denn ich will es ja gleich ausprobieren. Das ist ganz gut, wenn ich das auch gleich am Großen mache. Ich habe meinen ersten Erfolg gehabt. Ich bin der Anleitung gefolgt und habe jetzt mit dieser Eingabe es geschafft, dass ein Pixel leuchtet. Ich kann eine LED-Leiste durchlaufen lassen, einen dünnen Strich mit einer einfachen Schleife. Und ja, es hat auch nicht beim ersten Mal geklappt, weil man sich immer wieder verschreibt. Gut. Das ist super. Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. An den Syntax-Error nach rechts sieht man, dass es nicht der erste Versuch war. Hier läuft jetzt schön ein Lauftext drüber und ich spiele jetzt noch ein bisschen damit rum. Und dann finde ich raus, wie man das Skript automatisch startet. Das Skript funktioniert also, aber ich möchte ja, dass es startet, sobald ich den Raspberry Pi Zero hochfahre. Deswegen brauche ich dafür auch einen Weg. Es gibt Anleitungen dafür und die sagen, nimm doch zum Beispiel diese RC-Local-Datei und schreib rein für dieses Skript aus. Kein Ding, dachte ich mir, aber falsch gedacht, weil diese RC-Local-Datei zu ändern ist gar nicht so leicht. Ich brauche dafür Root-Rechte für den Benutzer, um das ändern zu können. Aber auch dafür habe ich jetzt eine Anleitung gefunden. Und schon konnte ich das Skript ändern. Und tada, eigentlich waren es nur 2 Zeilen. Die eine, die sagt, bitte liebes Python-Skript werde ausgeführt. Und die andere, die sagte, ja, hör auf, halt, Exit 0. Und dann ging es schon. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ich habe alles mit dem großen Bruder installiert. Ich habe jetzt auch schon das Pi-Head wieder auf den
Raspberry Pi Zero draufgesetzt und habe da auch die SD-Karte reingesteckt. Da ist sie. Und eigentlich müsste jetzt alles funktionieren. Da ist ein Skript drauf, was sagt, wenn du fertig gestartet bist, dann leg mit dem Text los. Und deswegen muss ich es jetzt eigentlich nur noch unter Strom setzen und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ja, Strom ist dran. Es leuchtet grün hier die LED. Das heißt, er startet. Und eigentlich müsste er, wenn er fertig ist mit Starten, was ich jetzt natürlich nicht sehe, weil ich auch keinen Monitor angeschlossen habe. Das ist super. Jetzt brauche ich nämlich nur noch eine Stromquelle. Das könnte ein USB, eine Powerbank sein. Und dann kann das losgehen. Und wenn man die Stromquelle wieder wegnimmt, dann ist er raus. Das ist super. Hat super funktioniert. War ganz einfach. Hat nur 3 Stunden gedauert oder so. 4. Na. Trotzdem cool für ein erstes Raspberry Pi Projekt. Vielleicht sowas Praktisches. Jetzt brauchen wir nur noch das ringsrum lasern.